Ach, der ist ein bisschen. Der ist halt ein bisschen benachteiligt. Surprise Attack! Damit hat er nicht gerechnet. Damit also ich auch nicht. Ich auch nicht! Bock! Ja, ja, okay, okay, okay. Wo ich will hier durch. Wo ist denn jetzt Raketchen? Ja, Raketchen ist der Wolf. Loch. Oh mein Gott. Ich muss einfach reinfallen. Ich muss ein paar Mal mehr graben anscheinend. Wow, Rutschparty! Echte Kanalratte, hast du gesehen? Ja. Ups. Yay, woo. Rakete ist der Wolf. Ja. Weil wir haben uns in einen Wolf verwandelt, weil das also, ja, unsere Schattentiergestalt ist quasi. Das ist zum richtigen Tier geworden. Besser als das, ja. Besser als der Hase in Link to the Past. Genau, also das Link, wissen wir aber noch. Also nicht. Der Charakter hat sich in einen Wolf verwandelt, weil der ist ansonsten in der, sage ich mal, Zone. In dieser Geisterwelt, diese Schattenwelt, würde er sonst nicht überleben. Wie denn ohne Mietner? Gute Frage. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, niemand hat Arachnophobie. Und doch ist jetzt zu spät. Bleh. Stellt euch nicht vor, wie ihr von den Spinnen gestochen, ausgesaugt und eingesponnen werdet. Nein, nein, das wäre ganz schön gruselig. Ich dachte immer, das war ein Schwein in A Link to the Past. Das ist ein Hase. Schweinelink. Schweinelink. Also du zündest jetzt dein Fell an. Oh, okay, meine Idee hat mir besser gefallen. Nein, ich zünde nicht mein Fell an. In der Fachschaft. In der Fachschaft und beim Pen and Paper. So, in der Uni quasi. Ja. Weber, wie haben wir uns kennengelernt? In der Uni. Ja, richtig. Aber nicht in der Fachschaft. Nee, generell Lerngruppe. Ja. Unsere Lerngruppen haben sich irgendwie irgendwann fusioniert, warum auch immer. Ja. Ich glaube einfach, weil Kerstin und Ramona so Brain waren, haben Ups. Sich fusioniert. Schmeiß weg, ist heiß. Ja, ist richtig hot. Stöckchen holen, Feuerkel. Impuls, kannst du leider nichts gegen tun. Nee, kann ich nichts gegen tun, selbst wenn die brennen. Irgendwo fehlt noch eins, oder? Irgendwo fehlt auch noch was. Schmeiß weg. Oder ist das erst wieder ausgegangen? Nee. Ich glaube, das ist hier irgendwie. Ist das hier versteckt irgendwo? Hinter der Kante? Nee, auch nicht. Ja. Ja, ich glaube, dass Link nicht so wirklich der Jongleur ist. Das ist eher wie so ein Hund, der dann so hin und her fetzen würde. In Wolfsgestell. Du musst da hochspringen mit dem Feuer. Da ist ein Netz. Da ist ein Netz. Da ist ein Netz. Da hast du Netz. Ja. Aber wie komme ich da hoch? Und so komme ich hier hoch. Okay, dann musst du das Stöckchen vorher darauf rotzen. Ne, keine Ahnung. Schwupps. Ich das jetzt ins Netz. Warte, komm ich mit dem Stöckchen? Oh, ich komm mit dem Stöckchen hier hoch. Okay, cool. Also. Diese Haken, meine Fresse hier, ey. Ja, ich wollte sagen, langsam nervt's, ne? So ein bisschen, ja. Ist die Geduld dann auch vorbei. Hoi, wenn jetzt mit Feuer schon. Ja, schon. Richtiger Jongleur. Schwupp, schwupp, schwupp. Jong. Aber da habe ich auch früher als Kind gestruggelt, so als ich mir diese Sachen angeguckt habe und so dachte, hä, wie soll ich da denn hochkommen? Ja, viel zu hoch. Hä? Und dann so, ja, ich kann den Stock auch einfach im Maul behalten. So, und jetzt bist du dran, das mache ich mit dir jetzt auch. Mach ihn fertig. Hallo? Mach ihn fertig. Ja, ich bin, ist in Arbeit. Tschüss. So, so viel zu dem Thema. Sehr gut. 500 Ui. Rubine. Immer noch. Steh auf, damit ich dich platt machen kann. Wo ist eigentlich dein Avocadenbaum? Da. Nächstes Stefan läuft das Hündchen brennt zum Netz. Ja. Hui. Ja, wo ich alles gestruggelt habe. Also ich finde das so witzig manchmal. Also ich habe jetzt einige Spiele nochmal gespielt, die ich als Kind gespielt habe. So first try. Und wo ich so richtig gekrampft habe. Und ich verstehe auch immer noch, warum ich da Probleme hatte als Kind. Auch wenn ich da jetzt einfach ohne Probleme durchkomme. Ja. Aber halt einfach Aua. Nur so. Vor irgendein Game hatte ich als Erwachsener nochmal angezockt, das war immer noch knochenhart. Ich habe aber vergessen, welches das war. Ja, irgendwie gibt's da so ein paar. Kommst du wieder auf? Danke! Nein, zum Glück bin ich nicht mit sowas wie Ghosts and Goblins und sowas aufgewachsen. Sagt mir nix. Ja, bei mir waren das zum Teil so Point and Clicks, so alte, wo du halt einfach
Also da wäre ich niemals im Leben als Kind drauf gekommen. Da bin ich schon ich so als Erwachsener drauf gekommen. Ich trick's ihn aus, kein Problem. Ja, dieses Random Point Click ist auch so merkwürdig, dass du einfach irgendwelche Dinge miteinander kombinieren musst. Oder wo du so... Hey, das ist der Turm vom Anfang. Ja, genau. Ja, richtig. Oder wo du so pixel-perfect auf irgendwas klicken musst, weil die Hitbox so klein ist, weil das ein Bleistift ist oder so. Ja. Dann so einen Millimeter noch daneben am besten. Ja. Das war so schlimm. Also das Spiel Scratchers, da haben wir so lange dran gehangen, weil du irgendwo in einem Lagerraum, also dann halt etwas anklicken musstest und das Pixel halt genau passieren musste. Boah. Und du hattest halt auch keine, es gab keine Hinweissymbole oder sonst irgendwas und auch keine Tipps in den Spielen. Ja. Nein, jetzt ich habe mich von Weber inspirieren lassen. Jetzt ist Stefan noch mit runterfallen. Ja, ich habe mich von der, ich habe mich aber voll von dir inspirieren lassen. Ich glaube, so macht man das, habe ich von dir gelernt. Link hat einfach kein, also Rakete hat einfach kein gutes Gleichgewichtsverständnis. Das ist einfach, der ist ein bisschen, der ist halt ein bisschen benachteiligt. Surprise Attack! Damit hat er nicht gerechnet. Damit also ich auch nicht. Ich auch nicht! Bock! Damit habe ich... Ja, ich hab's dann gemerkt, als ich da hing, so, das könnte ärgerlich werden. It was that moment. Aber es war so... Das ist jetzt eine doofe Situation. Spielt ihr im Stream eigentlich auch Minecraft? Hatten wir. Lustige Geschichte, ich glaube Sonntag wieder. Ah, normalerweise ist es der Hund, der einen bonkt und das ist mal was umgekehrt. Aber ich muss dich enttäuschen, beim Minecraft-Stream bin ich nicht dabei. Das stimmt. Bei dem zumindest nicht. Ja. Ja, wir machen irgendwann noch... Ich gehe rückwärts. Wow. Ja, du hast gerade einen Horny-Bonk gekriegt von dem. Ja, Bonk. Ja, aber dabei reden wir doch gar nicht mehr über irgendwas. Über Raiden. Raidon. Das war schon echt unangenehm, keine Ahnung. Der ist gar nicht. Doch, nee. Wie hieß er denn? Alter, ich bin so geskillt. Wen meinst du? Raiden. Genau, nicht Raidon. For real? Ich will den Typen angreifen. Was soll das? Er hat sich an Urbosa gedacht. Lul. Was soll ich sonst machen? Daneben. Ja, und ihren heftigen... Also was soll Rakete sonst machen? Heftigen Elektroattacken. Ja. Yeah. Also es ist gar nicht so leicht hier auf diesem Zeug zu manövrieren. Ja, du musst auch nicht die Seile nehmen, du kannst einfach so im Kreis... Nein, ich muss die Seile nehmen teilweise. Du musst die Seile nehmen. Es tut mir leid, dass du so eine schwerwiegende Zwangsneuros hast. Ja, also ich muss nicht jedes Mal die Seile nehmen, aber ich muss die Seile nehmen. Oh mein Gott, das ist gar nicht symmetrisch in diesem Turm. Warum bist du nicht dabei? Wo bist du an dem Tag? Maris hat eine Ausrede, du nicht. An welchem Tag? Sonntag, glaube ich, oder? Ach so. Was meinst du? Sonntag anscheinend. Ich habe auch eine Ausrede, aber dafür muss ich... Ist das mein Ernst? Oh, ich bin nicht ganz runtergefallen. Hol mein Bier. Kein Problem. Kein Ding. Ja, Sonntag. Sonntags macht Weber irgendwelchen anderen Stuff. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Normal fahre ich sonst so. Wir laden ihn dann dauernd ein. Aber er sagt immer so, nee. Ich brauche auch mal Ruhe. Sonst bin ich eigentlich bei Alex sonntags, aber... Modded Minecraft ist ihm manchmal zu anstrengend, wenn es kein Thorncraft gibt. Ja. Dann kann er den Server nicht kaputt machen. Richtig. Oh, Alter. Again, Alter. Was ist denn los schon bei dir? Wieder? Warum denn? Zieh dich hoch! Zieh dich hoch! Was ist das hier für ein Krimi, ey? Die Angriffe gehen halt auch immer so, ne? Ich mach's spannend. Da ist ein Gitter, da kann doch jetzt nicht schießen. Also die Antwort, ich warte. Die Antwort. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht. Auf welche Frage? Mit Sonntags. Meine Ausrede ist, dass ich eine habe. Punkt. And it's a good one. Punkt. And it's a good one. Aber das wäre viel zu unfair, die einfach so vorzutragen. Junge, hör auf mich anzugreifen. Was soll das? Mach ich den runter, jawohl. Hat nicht geklappt. Das ist irgendwie so ein bisschen retarded aus. Ja, aber schon, ein bisschen. Wenn du den anderen angriffst. Es ist nicht so leicht, mit dem Wolf zu zielen. Wenn du den anderen Angriffsbutton nimmst, ich glaube, dann springst du auf die raus und kannst rauf und kannst dir die Kehle durchbeißen. Ja. Nee, kann ich nicht. Nicht? Nee. Sind die dafür zu klein? Nee, das kann der Wolf nicht. Das kann der nur bei diesen. Wolf. Das kann der nur bei diesen Seelen. Ah. Ja.
würde gern schieben. Schiebung, Schiebung. Die Anfrage muss ich noch annehmen, aber ich muss erstmal wieder gucken, wie ich mich da einlogge bei Minecraft ohne Forge Launcher. du wirst weggepustet. Hab ich auch gerade gemerkt. Dachte, du wolltest es einfach spannend machen. Das ist Minecraft. Muss ich hier überhaupt lang? Also es ist aber schön, dass Mietner auch auf jeden Fall nicht runterrutscht oder so. Natürlich. Das muss so. Von dem Wind her, der uns durch die Wiggle, Gegend wiggle, wiggle. Ich glaube, ich warte noch mal kurz einen Moment. Nee, ich glaube, du musst auf den... Achso, was ist? Eieiei. Muss ich hier überhaupt da lang? Da sind Totenköpfe, da sind bestimmt Herzen drin hinter dir. Ja, ich muss hier ja, tatsächlich lang. Na, ja, dann nicht. Platsch. Tschub, tschub, tschub. Schnell hier lang. Wie so Klettverschluss. Zack, einfach draufgelegt und dann... Der Klettverschluss. Ich ignoriere den Vogel einfach. Let's go. Ja, lass dich nicht von so einem Vogel bedrängen. Schaffung der... ja. Ist halt... Klemmt halt einfach, ne? Mhm. Schnell! Wie der Wind. Mhm. Spielt der Stefan That's doch bestimmt. My shit. Aber wo ist sie? Unsere Prinzessin ist weg. Immer müssen wir sie retten oder suchen. Your princess is in another castle. Guck mal, so, nach ihr wurde das Spiel benannt. Nee, nicht sie. Die hat... Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Rakete liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Rakete von seinem Fluch erlösen. Diese Variante von Zeldas Wiegenlied, ey. Triforce. Ist das ganz Triforce? Nee, nur unten rechts ist am deutlichsten. Achso. Was ihn bindet, ist deine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, so existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Oha. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird das Böse bannen. Das hat ein Vorfahre von Rakete geschmiedet, hallo? Ja. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Berühren. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Rakete, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Rakete? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr Prinzessin gewährt mir einen letzten Wunsch. Oh. Verratet diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Wisst ihr, Mietna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. So viel Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, Mietner, nehmt dieses Geschenk an. Ich mag die Musik. Hype-Moment. Was passiert? Nein, wenn ihr das tut, Rakete, halte sie auf! Wie und weg. Hey, bin das wieder ganz. Ja. Warte, und nicht im Schatten. Was ist da passiert? Rakete zittert schon so. Wir müssen zurück, Rakete. Zurück in den Wald von Firone. Ups.
Let's go. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Ja, also... Schwierige Geschichte. Kompliziert. Ich bin non-binary. Kein Problem. Ja, also es ist beabsichtigt, dass ich da klinge wie ein Mädchen. Zufall. Es ist Absicht. Ja. Was ist das für ein Kokon? Oh, not again. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja. Ich hasse es, wenn Eistee, wenn ich den zurück... Also alles, was in Flaschen ist, wenn ich es zurückstelle. Plunk. Und es einem so, in, also ja, so einklopfen, so nach oben und dann auch noch die Nase trifft. Das ist halt einfach... Ja. Uff. Das ist, der will dir nochmal so ein bisschen Duft da lassen. Ja, damit du noch... Das Aroma besser. Ja, für das Aroma, ja. Das Aroma. Das ist eine, das ist eine schwierig jetzt zu beantwortende Frage. Aber die Antwort ist sagen, nein. Aber in welchem Spiel war das? Dann der Typ so ganz komisch fragt, so, are you a boy or a girl? Weißt du, welches ich meine? Ich kann es irgendwie nicht deuten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist in der Sache. Das ist die Metastrategie. Das gehört dazu. Ja. So, das Master-Schwert, sagst du? Ja. Kannst du dich jetzt eigentlich in der Lichtwelt porten? Können wir? Ich weiß es nicht. So luxuriöse Fragen. Ich weiß nicht wie. Du hast eins von 19. Ich glaube, du musst mit Mietner reden und dann kannst du dich warpen. Ja, warpen. Warpen. Wir können warpen. Warpen. Nein, nicht schlimm. Gar kein Problem. Dann müssen drei. Wir, glaube ich... Ich glaube, wir müssen hier hin. Firone müsste im Wald Firone, von Firone. Wald. Hm. Das, ich glaube, in der Anfangsstadt, das ja, der glaube, See, ne? Der See ist doch recht weit vorne. Hm. Die Quelle, die heilige Quelle. Mit dem heiligen Geist. Ordon, nee, das Ordon. Oder war der doch schon im Wald? Ich brauche mich einfach mal hier hin und wir suchen. Ja. Ich bin aus dem Wassertempel zurück. Bibi! Aus welchem Wassertempel? Die Porzellanwassertempel. Oh nein, die armen Sora, die in der Nähe der wohnt. Flusch! Was ist das für ein brauner Flusch? Aha! Ist das hier nicht? Also hier ist die Quelle auf jeden Fall, ja. Ich füll kurz ein bisschen auf. Ne? Du heilst. Ja. Hä, was macht Mietner da mit dem Kopf? Der mit der Schlange. Der mit der ach, der Schlangendings. Hä? Hä? Warum? Mietner, wieso? Was ist los bei dir? Das nennt man PTSD. Also sie sieht die Bilder vor sich. Geh lieber schnell weg. Eieieiei. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war gerade sehr komisch. So, ja, okay, gucke mir so ihren Kopf an und ja. So. Mietner so, ihr habt nicht erlebt, was ich erlebt habe. Ja, ich meine, wir gehen gerade wieder zu dem Geist zurück, wo sie geblastet worden ist. Ja. Ja. Aha. Ein Stein versperrt den Weg. Das ist doof irgendwie. Schon. Vergessen, wo ich jetzt hin muss. Die hat gar keine Angst. Das ist aber selten, dass sich ein Wolf hierher verirrt. Hm. Du bist aber ein feines Tierchen. Brav. Oh. Brav. Ich meine, der hat Vögel im Kopf. Ich glaube, der ist generell recht tierlieb. Ja. Gut zu vögeln. Was? Badumps. Nein. Was? Wie badumps? Warte. Ich wurde auch neulich gefragt, welcher Charakter mein Lieblingscharakter ist bei diesem... Wobei? Das war doch ein... War das eine Serie oder ein Film? Der kurz mit Bahamut. Bahamut? Achso, Shigeki no Bahamut? Oder? Ja. Das ist eine Serie, aber die hatte nur 12 Folgen, glaube ich. Ist auch wie bei ich so ein Kaiser, der mit der Pompadour, das ist eigentlich meistens so. Und der Typ mit der Pompadour ist mir sofort sympathisch, wie bei Shaman King, Ryu, sofort sympathisch. Dann kam noch der Typ mit dem. Dann kam noch der Typ mit dem lockigen Afro. Favaro! Favaro! Großartig. Habt ihr alle Harry Potter gelesen oder geschaut? Also gelesen, geschaut, ja.
Ich habe alle Bücher gelesen, aber nicht alle Filme geschaut. Aber das lag daran, dass mir irgendwann... Und die verarschen. Ja, die verarschen. Die habe ich alle geguckt. Noch mehr, als ich die Filme geguckt habe. Und das Talent zum Runterfallen kommt sich ran. Ja, da musst du nochmal trainieren gehen. Ach, du kannst jetzt L drücken, glaube ich. Dann hilft dir Mietner einer. Ich muss aber hier lang. Frage, bin ich hier überhaupt richtig? Klar. Wald von Firone, also sehr viel mehr Wald haben wir ja bald auch nicht mehr. Ich finde es gut, dass das Giftgas auch noch da ist. Das sind die Laternenbengel. Yes. Ich finde gut, dass das Giftgas noch da ist, obwohl... Ups, Lieblingscharaktere in Harry Potter. Die Schattenwelt weg ist in Harry Potter, oder? Oh Gott. Dobby. Ich wollte gerade die Socke sagen. Die Socke, oh nein. Die Socke. Okay, Also ich glaube... Tom Riddle. Nur Vampire Potter, nur die Version aus Oh nein, Wort. Oh nein, oh nein. Oh nein. Eieieiei. Aber ich finde, das war trotzdem eine schöne dramatische Lesung. Also. Ja. Nö, also. Victor, du sagst mir, wenn ich falsch laufe, ne? Also, Lieblingscharaktere in Harry Potter. Oh, hier konnte man, glaube ich, einen Clip machen. Was? Speedrun. Clip mal durch die Wand. Wo war denn der Schlangengeist, ey? Oh, oh. Der Schlangengeist ist nicht das Problem. Wie soll ich da drauf achten? Also ich glaube, ich mag... Ich glaube, wir sind richtig. Lesetagung um die Socke. Ich glaube, ich mag Draco Malfoy ganz gerne, weil der halt... Ein anderer Zuhörer. Affe hilft dir schon. Hast du dich gerade als Affen bezeichnet? weil der die interessanteste Charakterentwicklung hat. Ah, das stimmt schon. So mit. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Erstmal, was soll ich sagen, liebender Familie? Ey, sag mal. Frech? Richtiger Frechdachs. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald? Wie wär's, Rakete? Sollen wir uns die mal ansehen? Ja, klar. Let's go. Also ich mag Lupin. Ich mag Werwölfe generell. Ich würde sagen, es liegt daran, dass ein cooler Werwolf-Dude ist. Ja, das ist generell so. Das ist auch so eine Sache. So, wenn Leute in irgendeinem, also Medium Werwölfe sind, sind sie sofort so: Hey, Alexis hier, ich hab was für dich. Sehr gut. Das fand ich auch so schade bei Soul Eater, dass der eine nur so kurz vorkam. Free. Ja, ich hab. Ich habe Karmesin, habe ich vor kurzem gespielt. Also ich spiele gerade Pearl, aber sehr random. Ich habe Pupo nicht gespielt. Sehr random, ja, das ist true. Ich habe Pupo bisher nicht gespielt. Ich habe Schwert, glaube ich, 6 Orden. Spiele ich auch manchmal im Stream. Ich habe Karmesin durch. Du bist runtergefallen. Ja, bin ich, richtig. Soul Eater hat super coole Charaktere. Oh ja. Da wäre es auch schwierig, ein Favorite zu picken. Mein Liebling in Soul Eater ist Shinigami Sensei, aber auch wenn er ein bisschen behindert ist. Mandarin! Weil er ein Scrunglo ist. Scrunglo? Das ist. Hä? Guck mal, Spenden. Okay. Das ist die Kategorie Scrunglo. Ah, diese total random Leute. Das sind so diese langen Lulatsche, die so irgendwie dann halt auch noch so mental total irgendwie. Hä? Richtig knapp, Mann. Abgespaced. Der hat das was Soul Eater geschrieben. Soul Eater, lecker. Nom nom nom. Das ist guter Mutterboden. Aber ja, also keine Ahnung. Also Scrunglos sind halt irgendwie so. Ja, meins. Ich überleg gerade. Ich versuch gerade die ganze Zeit rauszufinden, was mein Lieblingscharakter in Harry Potter wirklich ist. Aber ja, ich hänge einfach so in Harry Potter nicht drin, dass ich da so Lieblinge habe. Das sind dann eher so, oh, schöne Fabelwesen.
Da musst du tief in dich gehen. Ich meine, reden wir nur von Mainline oder auch von den anderen Filmen drumherum quasi? So, die Tierwesen und so. Weil dann ist ganz klar der Niffler. Ja, der Niffler! Ja. Keine Konkurrenz, sorry. Ja. Aber dann die Baby-Niffler. Oh. Ja. Hey, geht gar nicht. Was ist vor allem? Der Niffler. Was macht der Wolf? Die Niffler. Der Niffler. Niffler. Von allen. Also dann, ja, dann ist unsere einstimmige Erklärung Niffler. Niffler Smart. Alter. Timon kommt hier rein und sagt. Aber Niffler hat sehr viel Persönlichkeit. He likes coin. Oh Gott, ich muss rausfinden, wie es richtig geht hier. Ja, das ist die einfachste Art und Weise, daraus zu finden. Du kannst aufhören zu heulen. Ich heule aber gerne. Hör mal auf zu heulen. Bitte, bitte, bitte. Verkackt. Wow, 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 wow. Au. Mitte. Mitte. Ach, Mitte. Oh, okay. Alles klar. Der Rest stimmt. Stick loslassen. Ja. Song of Healing. Woo. Beziehungsweise ein Wesen. Ja. Naja, also der Niffler hat schon Charakter. Muss man sagen. Aber auch ziemlich wichtig. Die maulende Myrte. Ich versuche jetzt möglichst so Fringe-Charaktere zu nehmen. Peeves. Was, wer? Peeves der Poltergeist. Oh Gott. Der fast kopflose Nick. Also ich mag halt so viele Nebencharaktere, die einfach nur schrullig sind. Lieber als so Main-Charaktere. Ich komme nicht drauf klar, wie Horny Myrte in Feuerkelch war. True. Oh nein. Ey, die ist auch nur eine Teenagerin, okay? Ich wollte gerade sagen, die ist 14? 12? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie alt die im Film ist. Du sollst einer der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Tschüss, Skeletor. Nenn mal ihre Eigenschaften, also von der maulenden Myrte. Mörder. Laut. Laut? Laut? Was? Sie ist laut. Quengelig. Und horny. Und horny. In Teil 3. Nicht, nein, in Teil 4. Ach scheiße, das ist Teil 4. Ja, aber trotzdem gut. Mein Fehler.